Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 69, Antrag der Fraktion der FDP betreffend eine Aktuelle Stunde. Wirtschaftsminister der Regierung Bouffier kneift bei Spatenstich für Terminal 3. Schwarz-Grün bei größter privatwirtschaftlicher Investition Hessen erneut gespalten. Hierzu gibt es eine mündliche. Mach langsam, es gibt erst eine mündliche Frage. Die müssen wir zuerst, wenn Sie einverstanden sind, klären. Das ist der Kollege Marius Weiß. Sie sind einverstanden, dann machen wir das so. Kollege Weiß, mündliche Frage. Ich frage die Landesregierung, welche Mitglieder der Landesregierung nehmen am Spatenstich für das Terminal 3 des Frankfurter Flughafens in diesem Herbst teil? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Weiß, am Spatenstich für das Terminal 3 des Frankfurter Flughafens am 5. Oktober 2015 nehmen der hessische Ministerpräsident sowie für das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung in meiner Vertretung Herr Staatssekretär Samson teil. Zusatzfrage, Kollege Weiß. Herr Minister, warum nehmen Sie nicht an dem Spatenstich teil? Herr Staatsminister. Herr Abgeordneter Weiß, ich nehme an diesem Tag einen Termin im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur wahr. Vielen Dank. Gibt es noch etwas? Nein. Dann ist die mündliche Frage beantwortet, und ich rufe jetzt die Aktuelle Stunde auf. Jetzt kommt der Kollege Jörg-Uwe Hahn, FDP, bitte. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir alle wissen, es gibt verschiedene Arten von Terminen. Es gibt Arbeitstermine, wo man verhandelt, hinter verschlossenen Türen. Es gibt Termine, die richtig Freude und Spaß machen, Herr Präsident. Bei mir ist das der Besuch der Eintracht Frankfurt. Und es gibt Termine, die haben einen richtigen. Kann ich auch nicht ändern, Kollege Hahn, bitte. Die haben eine richtige Symbolwirkung. Es gibt Termine, die Symbolwirkung haben, wo gefragt wird, wer ist denn da? Und dann gibt es Termine, die Symbolwirkung haben, da wird gefragt, wer ist denn nicht da? Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Termin am 5. Oktober ist ein Symboltermin. Und da wird geschaut, wer ist nicht da. Und dann stellt man fest, der hessische Minister für Wirtschaft und Verkehr ist nicht da. Und das ist ein starkes Symbol. Das Symbol macht nämlich deutlich, das ist der Wirtschafts- und Verkehrsminister dieses Landes, stellvertretender Ministerpräsident, für nicht so wichtig erachtet, zu diesem Spatenstich zu gehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen wir einmal alles, was da drumherum so erzählt wird, weg. Also, dass der Ministerpräsident auch da ist, ich würde sogar fast sagen, auf alle Fälle sogar natürlich da ist, ist selbstverständlich. Aber, werter Herr Herr Ministerpräsident, in der Geschichte der Landesregierung ist es schon mehrfach als einmal vorgekommen, dass neben dem Ministerpräsidenten auch entweder der stellvertretende Ministerpräsident und oder der zuständige Fachminister dabei war. So z.B. bei der Einweihung der Landebahn des Frankfurter Flughafens, meine sehr verehrten Damen und Herren, wo der Ministerpräsident da war, der stellvertretende Ministerpräsident da war und der Wirtschaftsminister da war. Also, ein ganz, ganz schlechtes Argument zu erklären, Bouffier ist ja da, da kann ich schwänzen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und es ist auch irgendwie nicht nachvollziehbar, und man merkte es ja auch an der etwas verkrampften Art Ihrer Antwort eben, Herr stellvertretender Ministerpräsident, dass Sie, ja, ich habe ihn ja gesehen, ich war ja eben bei euch sogar in der CDU-Fraktion, durfte ich sitzen und durfte mir das ansehen, lieber Holger. Also tiefenentspannt. Da wird gesagt, ich habe einen wichtigen Termin in Berlin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich weiß ja ein bisschen, wovon ich spreche. Natürlich gibt es wichtige Termine in Berlin. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch da ist wieder die Frage zu unterscheiden, sind es Termine, wo gearbeitet und verhandelt wird, sind es Spaßtermine oder sind es symbolische Termine? Ich habe das Gefühl, dass es ein Arbeitstermin ist. Man könnte ja sogar fast unterstellen, der Parteifreund
Dake wurde gebeten, einen Termin für seinen Parteifreund Al-Wazir schnell zu besorgen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das jedenfalls kann der Herr Samson genauso gut machen, wie das der Minister machen kann. Und deshalb komme ich auf den Kern der Symbolik. Ich komme auf den Kern der Symbolik. Und ich bin total überrascht, mit welcher Dynamik die schwarzen Freunde hier meinen, ihren grünen Koalitionspartner verteidigen zu müssen. Ich weiß es doch, lieber Michael Boddenberg. Ich weiß es doch, dass es den einen oder anderen gibt, der jetzt hier sitzt oder der bewusst jetzt nicht hier sitzt, der sagt, es ist unerhört, dass der Ministerpräsident nicht bei diesem Symboltermin auf dem Flughafen ist. Wir wissen es doch. Deshalb schreit ihr ja auch so. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir reden über konjunkturelle Entwicklung. Wir reden über Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze in Hessen im Rhein-Main-Gebiet. Ein MDAX-Unternehmen, ja, mit öffentlichen Anteilseignern, aber im MDAX notiert, macht ein privatfinanziertes Konjunkturprogramm von 2,5 Milliarden €. Das ist mehr, liebe Kolleginnen und Kollegen, als das Konjunkturprogramm, das die damalige Hessische Landesregierung unter Leitung von Roland Koch und mir im Jahre 2009 aufgelegt hat. 2,5 Milliarden. 80.000 Arbeitsplätze sind auf diesem Flughafen. Was meinen Sie denn, was das für ein Symbol bei den Arbeitnehmern ist? Denn bei denen kommt an, Al-Wazir geht gerne zur Montagsdemo, Al-Wazir geht aber nicht zur Erweiterung meiner Arbeitsfläche. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein ganz, ganz falsches Symbol. Vielen herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Kollege Frank-Peter Kaufmann, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir leben in einem wirklich glücklichen Land, wenn wir keine größeren Probleme hätten als die FDP-Opposition. Denn eines ihrer wichtigsten Probleme besteht offensichtlich darin, die Frage zu thematisieren, ob neben dem Ministerpräsidenten am 5. Oktober auch sein Stellvertreter beim fröhlichen Buddeln dabei ist. Ich kann dem Gegenstand dieser Aktuellen Stunde, entschuldigen Sie, Kollege Hahn, wirklich keine politische Relevanz bescheinigen, weil er greift überhaupt kein wirkliches Problem auf, geschweige denn, dass er es löst. Am 5. Oktober soll der erste Spatenstich für den Neubau des Terminals 3 am Frankfurter Flughafen stattfinden, ein für die Fraport AG durchaus wichtiges Datum, wenn auch, das wurde ja schon betont, mehr symbolischen Charakters. Es markiert nämlich den Übergang von der Planungsphase zur Ausführung. Und natürlich ist dieses Datum auch für das Land Hessen als Standort des Flughafens und als größtem Anteilseigner der Fraport AG keineswegs ohne Bedeutung. Aber genau deshalb wird die Landesregierung ja auch optimal vertreten sein durch den Ministerpräsidenten persönlich. Das Fachressort, wir haben es ja auch schon gehört, wird übrigens ebenfalls nicht fehlen, weil Herr Staatssekretär Samson eine Delegation aus dem Ministerium bei dieser Gelegenheit anführen wird. Es gibt also an der Sache überhaupt nichts zu kritisieren. Deswegen darf ich schon die Frage in den Raum stellen, verehrter Kollege Hahn, warum führen Sie die Debatte überhaupt? Ihnen geht es offensichtlich um etwas anderes, weil sonst müsste man mit Shakespeares Komödie sagen, much ado about nothing, viel Lärm um nichts. Übrigens, die Komödie ist sehr viel angenehmer als hier die Diskussion. Vielleicht gibt es gewisse Parallelen unter dem Aspekt, dass dort auch die höfische Selbstinszenierung gefeiert wird, die wir ja gerade erlebt haben. Meine Damen und Herren, Kollege Kaufmann, der Kollege Schaus wollte Ihnen eine Zwischenfrage stellen. Also, nichts ist. Wirklich wichtig war in jüngerer Zeit beim Thema Flughafen Frankfurt und Terminal 3 doch vor allem die intensive Debatte über den Ausbau und die sich daran anschließende Überprüfung des Bedarfs und die Bewertung möglicher Alternativen zu dieser Planung. Über all diese Vorgänge haben wir im Hause hier bereits mehrfach intensiv diskutiert, sodass alle Positionen und Einschätzungen bekannt sind und auch alle Abgeordneten die gegebene Rechtslage kennen. Meine Damen und Herren, Fraport hat einen höchstrichterlich bestätigten Planfeststellungsbeschluss und eine Baugenehmigung für das Terminal 3.
sodass die abschließende Entscheidung bezüglich der Realisierung exklusiv beim Unternehmen lag und liegt. Und die Grundentscheidungen, da, das wissen Sie auch alle, sind ergangen. Jetzt wird die Umsetzung auf den Weg gebracht. Und auch das soll hier überhaupt nicht verschwiegen werden. Wir GRÜNE, und auch das wissen Sie ja alle bereits, halten die eingeschlagene Richtung für problematisch, ja, für falsch. Die Entscheidung ist aber anders gefallen, als wir sie uns gewünscht hätten. Wir bedauern dies, aber jenseits dessen ist die Debatte zurzeit nicht zielführend. Und ich frage mich, warum wollen Sie sie aufgreifen? Die größte Sorge des Antragstellers dieser Aktuellen Stunde, das wird ja immer öffentlich verkündet, auch vom Kollegen Rentsch ganz gerne, ist ja die weitere Entwicklung, die Prosperität des Frankfurter Flughafens. Da will ich Ihnen durchaus ein bisschen Beruhigung noch zukommen lassen. Seit dem Regierungswechsel zu Schwarz-Grün Anfang 2014 und infolge davon einem Wechsel in der Besetzung des Aufsichtsrats der Fraport AG ist es mit diesem Unternehmen keineswegs bergab gegangen, sondern im Gegenteil. Das Unternehmen war ökonomisch so erfolgreich wie nie zuvor. So erfolgreich, dass es bereits im Jahre 2014 die Dividende gegenüber dem Vorjahr um 8% erhöhen konnte. Also, Kollege Hahn, Kollege Rentsch, machen Sie ein fröhliches Gesicht am übernächsten Montag auf der Baustelle. Vielen Dank, Kollege Kaufmann. Das Wort hat die Frau Abg. Janine Wissler, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nein, wir werden Tarek Al-Wazir nicht dafür kritisieren, dass er dem Spatenstich für Terminal 3 und dem anschließenden Schnittchenessen bei Fraport fernbleibt. Er ist damit nämlich auch voll auf unserer Linie. Wir werden da nämlich auch nicht hingehen. Für uns ist nämlich der Tag des Spatenstichs kein Grund zu feiern. Und, es mag ja außerhalb der Vorstellung der FDP liegen, aber ich glaube durchaus, dass es wichtigere Termine gibt, als vor Kameras zu posieren, sich selbst zu inszenieren und Lobbys zu bedienen, auch wenn das das gewesen sein mag, mit dem sich FDP-Minister maßgeblich und hauptsächlich in ihrer Zeit beschäftigt haben. Ich glaube in der Tat, es gibt wichtigere Termine, und deswegen wird es an der Stelle auch keine Kritik von uns geben. Unsere Kritik ist nicht, dass der Wirtschaftsminister an dem Spatenstich nicht teilnehmen wird. Unsere Kritik ist, dass er nicht alles getan hat, um genau dieses Ereignis zu verhindern, meine Damen und Herren. Denn, Herr Minister, aus Ihrer Wahlkampfaussage, mit mir wird es kein Terminal 3 geben, wurde, mit mir wird es keinen Spatenstich geben, na ja, beziehungsweise genauer gesagt, ich verhindere es nicht, aber ich nehme wenigstens nicht daran teil. Immerhin das konnten Sie offenbar im Kabinett rausholen. Das erspart Ihnen einen unangenehmen Termin, ändert aber in der Sache leider gar nichts. Ich will noch einmal deutlich machen, wir lehnen den Bau von Terminal 3 ab. Der Flughafen liegt inmitten eines Ballungsgebietes, und die Grenze der Belastbarkeit ist schon lange überschritten. Für uns stehen die Gesundheit und die Lebensqualität der Menschen an erster Stelle. Und deshalb ist die Erhöhung der Kapazitäten völlig unverantwortlich, meine Damen und Herren. Es lohnt sich aber auch, sich die betriebswirtschaftliche Seite noch einmal anzuschauen, weil sich da Widersprüche auftun zu den Gutachten, die Fraport 2007 einmal vorgelegt hat, um für den Bau des Flughafens zu werben. Wenn man sich anschaut, wie die Zahlen von 2007 und die Zahlen jetzt auseinanderklaffen bei der Frage Arbeitsplätze, bei der Frage Passagierentwicklung, bei der Frage zu den Prognose zu den Flugbewegungen, dann zeigt sich, dass der ganze Planfeststellungsbeschluss zum Ausbau des Flughafens auf falschen Zahlen und falschen Prognosen gefußt hat und dass dieser ganze Planfeststellungsbeschluss eigentlich auf dem Prüfstand müsste. Das Terminal 3 wird gebaut, und Schwarz-Grün spricht vom Lärmschutz und dass es leiser werden soll. Man baut ein Terminal, damit da Passagiere abgefertigt werden können, die danach in ein Flugzeug steigen. Und natürlich ist es richtig, dass der Bau der Nordwestlandebahn ohne das Terminal 3 ziemlich sinnlos gewesen wäre. Aber das ist aus Sicht der Fraport klar. Aber genau das ist ja die Strategie gewesen in den letzten Jahrzehnten, dass man erst die Flugkapazität erweitert, dann baut man ein neues Terminal, das da nicht ausgelastet ist, dann argumentiert man, dass man die nächste Bahn braucht und so weiter. Und daraus kann man natürlich die Schlussfolgerung ziehen, dass man das Terminal jetzt bauen muss. Man kann aber auch die Schlussfolgerung ziehen, dass die Nordwestlandebahn stillgelegt werden muss. Und das wäre mit Sicherheit die vernünftigere, wenn man an die lärmgeplagte Bevölkerung in Rhein-Main denkt, meine Damen und Herren.
Ich will nur darauf hinweisen, dass eine Absurdität beim Bau von Terminal 3 ja ist, dass die Fraport AG sich jetzt bei der Europäischen Union für die Finanzierung des Terminal 3 aus dem EU-Investitionspaket 2015 bewirkt. Das heißt also, auch noch öffentliche Mittel abgreifen will, dafür, dass die Menschen in der Flughafenregion weiter verlärmt werden. Meine Damen und Herren, das ist überhaupt nicht hinnehmbar, dass eine ganze Region verlärmt wird und Menschen um ihre Gesundheit fürchten müssen. Und ich will darauf hinweisen, dieser Flughafen befindet sich mehrheitlich im öffentlichen Besitz. Und deshalb ist die Landesregierung in der Verantwortung, hier Lärm zu reduzieren und die Gesundheit der Menschen zu schützen. Und deshalb ganz klar, wer weniger Lärm verspricht, der muss die Zahl der Flugbewegungen reduzieren. Wer die Gesundheit der Menschen schützen will, der braucht ein achtstündiges Nachtflugverbot. Der muss die Flugbewegungen begrenzen auf 380.000 und der darf keine Mogelpackungen wie die Lärmpausen, darf nicht versuchen, die Menschen mit Mogelpackungen wie den Lärmpausen abzuspeisen. Die Grenzen des Wachstums des Frankfurter Flughafens sind lange überschritten. Der Flughafen liegt inmitten eines Ballungsgebietes, und die enorme Lärm- und Schadstoffbelastung gefährdet die Menschen in der Region. Unsere Meinung ist, der Schutz der Bevölkerung, der Schutz der Gesundheit und der Lebensqualität der Menschen muss endlich Vorrang haben vor den Profiten von Lufthansa und Fraport. Am kommenden Montag wird die 150. Montagsdemo der Bürgerinitiativen im Flughafenterminal stattfinden. Als LINKE werden wir die Proteste und die Forderungen der BIs weiter unterstützen, und zwar im Parlament und außerhalb. Deswegen ist es am 5. Oktober sicher sinnvoller, zur Montagsdemo zu gehen und nicht zum Spatenstich für das neue Terminal. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Das Wort hat der Abg. Dr. Arnold, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich hätte eigentlich erwartet, Herr Kollege Hahn, dass Sie bei der Einleitung dieser Aktuellen Stunde, wenn Sie kritisieren, dass der hessische Wirtschaftsminister nicht in Frankfurt ist beim Spatenstich, sondern in Berlin ist, zumindest wissen, welchen Termin er dort wahrnimmt. Ich sage aber ganz deutlich, wenn der hessische Wirtschaftsminister in Berlin Gespräche führt im Verkehrsministerium, um aus der digitalen Dividende möglichst viel Geld für Hessen herauszuholen, dann ist das nicht zu kritisieren, dann ist das ein guter Vorgang. Und das begrüßen wir ausdrücklich. Und wer ein bisschen in der Sache steht, und der Staatssekretär in diesem Ministerium ist ja in Hessen gut bekannt, der weiß, dass im Moment dort wichtige Entscheidungen fallen. Ich halte das durchaus für einen sehr wichtigen Termin. Aber daraus abzuleiten, Herr Kollege Hahn, die Frage, ist denn Schwarz-Grün deswegen erneut gespalten? Das ist so weit weg von der Realität, dass es wirklich eigentlich schade ist, darüber noch heute Morgen sich zu unterhalten. Ich bin übrigens auch einmal interessiert daran und würde die Frage mal an den Kollegen Weiß weitergeben. Vielleicht kann er gleich mal was dazu sagen, wie denn eigentlich die Stadt Frankfurt an diesem 5. Oktober vertreten ist, so wie ich gehört habe. Aber vielleicht können Sie dazu etwas sagen. Ist auch der Oberbürgermeister Feldmann dort nicht vertreten, sondern lässt sich durch ein Magistratsmitglied vertreten? Vielleicht können Sie nachher noch etwas dazu sagen. Ich weise darauf hin, dass dieser 5. Oktober sicherlich ein wichtiger Tag ist für die Fraport, ein wichtiger Tag ist auch für die Region. Ich denke, dadurch, dass der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier, aber auch Staatssekretär Samson die Landesregierung dort vertreten, hochrangig vertreten, ist ein Zeichen dafür, welche Bedeutung dieser Spatenstich hat für Hessen, für die Region, aber auch für Deutschland selbst. Ich denke, das macht deutlich, welcher Stellenwert dieser Tag hat. Aber das Thema Terminal 3, Herr Kollege Hahn, ist doch längst durch. Und das wieder sozusagen hervorzuziehen, um irgendwelche Dinge daraus abzuleiten, ist absolut absurd. Es ist entschieden. Fraport hat
zur Kenntnis genommen, dass der hessische Wirtschaftsminister dort auch einen Alternativvorschlag unterbreitet hat, der sicherlich auch mit großem Interesse untersucht wurde. Fraport hat entschieden, das haben wir in der Koalitionsvereinbarung sehr eindeutig auch so vorgegeben, dass Fraport selbst diese Entscheidung trifft. Ich kann Ihnen wirklich an dieser Stelle am heutigen Tage sagen, lieber Herr Kollege Hahn, die schwarz-grüne Landesregierung und auch die Regierungskoalition arbeitet weiterhin fröhlich und erfolgreich zusammen. Die FDP ist in der Opposition, und das ist die Tagesmeldung von heute. Herzlichen Dank zu diesem Thema. Der Kollege Marius Weiß ist der Nächste. Vielen Dank, Walter Arnold. Nein, nein, ich bin ganz lieb. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Man kann ja einmal fehlen, und man kann ja einmal einen Termin nicht wahrnehmen. In diesem Fall ist allerdings etwas anderes ein Problem. Und es ist die Summe. Es ist die Summe der Termine, an der die Landesregierung bzw. der Wirtschaftsminister nicht teilnimmt, wenn es um die Luftverkehrswirtschaft geht. Und es ist die Uneinheitlichkeit des Auftretens der Landesregierung, wenn es in diesem Bereich geht. Und deswegen ist es ein fatales Signal, wenn die Luftverkehrswirtschaft in der Wirtschaftspolitik dieser Landesregierung keine Rolle mehr spielt. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, und Herr Arnold und Herr Wagner, weil Sie ja auch so freudig dazwischenrufen, bevor Herr Al-Wazir jetzt gekniffen hat, hat ja schon längst Herr Kunitz gekniffen. Er hat ja damit angefangen. Er hat ja nach seiner Interpretation von Verantwortung und Führungsstärke es seinem Referenten überlassen, die Baugenehmigung zum T3 zu verkünden, und ist stattdessen in den Urlaub abgedüst. Das ist hier die Übernahme der Verantwortung von den Grünen in Frankfurt. Ich gehe davon aus, dass Herr Kunitz und auch Frau Sorge sicherlich teilnehmen werden an dem Spatenstich. Ach, Herr Wagner, wissen Sie, wenn Sie Herr Feldmann immer dazwischenrufen, dann sage ich Ihnen mal den größten Unterschied zwischen Herrn Feldmann und den hessischen Grünen. Herr Feldmann erzählt zum Flughafen nach der Wahl noch exakt das Gleiche wie vor der Wahl, während die hessischen Grünen von dem, was sie vor der Wahl zum Flughafen. Meine Damen und Herren, einmal durchschnaufend, machen Sie ein paar Übungen mit den Fingern, dann werden Sie wieder ruhiger. Der Kollege Weiß hat das Wort. Was ist denn hier für eine Aufregung? Also, ich kann die Aufregung ja verstehen. Ich kann auch verstehen, dass Tariq Al-Wazir am 5. Oktober nicht dabei ist. Er hat die Grünen. Herr Präsident, ist jetzt wieder. Herr Kollege Weiß, ich kann dir nur darum bitten, dass. Moment mal. Ich bitte um etwas Aufmerksamkeit. Beruhigen Sie sich alle wieder. Und der Kollege Weiß sorgt dafür, dass Sie ruhig bleiben. Bitte. Ich kann ja gut verstehen, dass Tariq Al-Wazir am 5. Oktober nicht dabei ist. Er hat ja mit seiner grünen Fraktion hier zusammen auch schon beim T3 das Parlament missachtet, indem eine Anhörung, die wir beantragt haben, zum T3 nicht zugelassen wurde, indem 100.000 € mit völlig überflüssigen Gutachten verbrannt wurden, indem die Öffentlichkeit über Monate an der Nase herumgeführt wurde. Da kann ich sehr gut verstehen, dass Tariq Al-Wazir da nicht teilnehmen möchte. Aber ich will noch einmal erwähnen, das Problem ist hier nicht nur dieser eine Termin. Das Problem ist die Summe. Vor ein paar Wochen hatten wir den Spatenstich der Lufthansa Technik, der Tochter der Lufthansa im Frankfurter Osthafen. 60 Millionen € Investment von einer Firma, die enorm wichtig ist für die hessische Wirtschaft. Es hat kein Mitglied der hessischen Landesregierung daran teilgenommen.
Der Wirtschaftsminister war nicht da. Deswegen sage ich, es ist die Summe, wenn innerhalb von ein paar Wochen der Wirtschaftsminister bei wichtigen Investitionsprojekten des größten Arbeitgebers Lufthansa und der größten Arbeitsstätte Fraport nicht dabei ist, dann macht der Wirtschaftsminister seinen Job nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Liste lässt sich beliebig verlängern. Wir können einmal schauen, wie oft denn der Minister schon in Brüssel war, um sich dafür die Belange der hessischen Luftverkehrswirtschaft einzusetzen. Wir können einmal überlegen, wenn Sie am 5. Oktober in Berlin sind, vielleicht reden Sie einmal mit Herrn Schäuble über die Luftverkehrssteuer, wie es damit aussieht, und setzen sich dafür einmal ein. Dafür hat es auf der Fachebene in der Großen Koalition längst Übereinstimmung gegeben, die abzuschaffen. Herr Minister Schäuble hat sein Veto eingelegt. Da könnte sich ein hessischer Wirtschaftsminister einmal für die Interessen der hessischen Luftverkehrswirtschaft einsetzen. Aber auch da nichts. Andere Beispiele, ich nenne die Codeshare-Verbindungen, z.B. Air Berlin Etihad, wo alle, die davon betroffen sind, die Landesregierungen dafür kämpfen. Die Berliner setzen sich dafür ein. Nordrhein-Westfalen, Hannelore Kraft setzt sich für die Interessen ihrer Wirtschaft ein. Baden-Württemberg, der grüne Minister Kretschmann, im Zusammenspiel im Übrigen, nicht alleine, sondern im Zusammenspiel mit dem roten Minister Schmid und mit dem grünen Verkehrsminister in Baden-Württemberg, setzen sich da für die Interessen der hessischen Wirtschaft ein. Von Herrn Minister Al-Wazir habe ich dazu überhaupt noch nichts gehört, was die Interessenwahrung hier von Fraport oder der Lufthansa oder überhaupt der Luftverkehrswirtschaft angeht, weil die Luftverkehrswirtschaft in der hessischen Wirtschaftspolitik überhaupt keine Rolle spielt. Das ist die Wahrheit, und das ist das Problem, das wir in dieser Landesregierung haben. Von den Grünen hätte ich überhaupt nichts anderes erwartet. Aber ich finde es schon einigermaßen erschreckend, dass gerade der CDU-Teil dieser Landesregierung diesen wirklich für Hessen existenziellen Wirtschaftszweig so sträflich vernachlässigt und es zulässt, dass der hessische Wirtschaftsminister hier Politik für die grüne Klientel macht und nicht für die Interessen der hessischen Wirtschaft. Vielen Dank, Kollege Weiß. Das Wort hat der Staatsminister Al-Wazir. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es wäre schön, wenn der SPD-Flughafensprecher sich auch nur ansatzweise mit dem gleichen Engagement um mehr Lärmschutz kümmern würde wie um meinen Terminkalender. Aber ich möchte noch ein Missverständnis offensichtlich an diesem Punkt beseitigen, Herr Kollege Weiß. Berlin, Nordrhein-Westfalen und leider auch Baden-Württemberg setzen sich nicht für die Interessen der hessischen Wirtschaft ein in Sachen Etihad und Codeshare, eher im Gegenteil. Und Sie können mir glauben, ich bin da tief drin in diesem Thema, lieber Kollege Weiß. Zweitens zum eigentlichen Punkt. Meine Haltung ist bekannt, über die haben wir die letzten anderthalb Jahre wirklich ausgiebig hier in diesem Parlament diskutiert. Es ist klar, ich hätte mir an diesem Punkt eine andere Entscheidung gewünscht. Wir haben auch Alternativen aufgezeigt. Aber es ist unzweifelhaft, dass die Fraport auf der Grundlage des Planfeststellungsbeschlusses 2007, auf der Grundlage der Gerichtsentscheidung 2012, auf der Grundlage des Bauantrags 2013 und der Baugenehmigung 2014 ein Recht dazu hat, dieses Terminal zu bauen. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, Herr Kollege Rentsch. Das Wirtschaftsministerium ist vertreten mit dem Staatssekretär, und prominenter als mit dem hessischen Ministerpräsidenten kann die hessische Landesregierung nicht vertreten sein. Ich habe einen Termin, das habe ich schon gesagt, in der Frage im Bundesverkehrsministerium. Herr Kollege Dr. H.C. Hahn, den kann nicht Herr Barke organisieren, der ist nämlich im Wirtschaftsministerium Staatssekretär. Aber ich glaube, dass
in diesem Zusammenhang es sicherlich aus Ihrer Sicht auch richtig ist, dass ich mich an diesem Punkt darum kümmere, dass wir aus der digitalen Dividende auch einen ordentlichen Schluck nach Hessen bekommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Letzter Punkt. Herr Weiß, Herr Hahn, Sie haben gesagt, die Luftverkehrswirtschaft würde keine Rolle spielen. Wenn Sie sich wirklich mit meinem Terminkalender beschäftigt hätten, dann würden Sie wissen, dass ich heute Abend in Berlin Gast einer Podiumsdiskussion beim Parlamentarischen Abend der Fraport bin, Herr Kollege Weiß. Ich sage Ihnen aber dazu, da wir momentan ja in ganz aufregenden Zeiten leben, auch in Bund-Länder-Verhandlungen. Ich habe fest vor, dort um 20 Uhr zu sein. Es kann aber auch da sein, dass ich aufgrund der laufenden Bund-Länder-Verhandlungen in Asylfragen absagen muss kurzfristig. Das kann sein. Und in diesem Zusammenhang kann ich wirklich nur sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Aktuelle Stunde zeigt ein glückliches Land, das keine anderen Probleme hat. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit ist die Aktuelle Stunde, Top 69, behandelt.